Das Werkzeug ist immer nur so gut wie die Hand, die es führt. Und dieses hier ist ziemlich nutzlos. Nee, Moment. Hä? Was wie? Was ist denn? Das Werkzeug ist immer nur dieses hier ist ziemlich. Nee, Moment. Hä? Mal gucken, was passiert, wenn ich an dieser Schraube dort drehe. Mast ist hinein, welche ich sage. Schade. Da liegt nun wirklich schon genug Schrott. Bis zum Horizont Tetanus glänzender Rost und ungesicherte Stromleitungen. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Bis zum Horizont Tetanus glänzender Rost und ungesicherte Stromleitungen. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Ich habe Docs Fusel, die Quelle seiner ruhigen Hände und seines schlechten Atems. Du musst doch irgendwie diese Entspannungsübung machen können, oder? Bis zum Horizont Tetanus glänzender Rost und ungesicherte Stromleitungen. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Bis zum Horizont. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Bis zum Horizont. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Hä? Das verstehe ich nicht. Bis zum Horizont Tetanus glänzender Rost und ungesicherte Stromleitungen. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Verstehe ich nicht. Wir müssen doch... Sie hat alles ganz gut überstanden. Ich hätte sie während meiner Rast trotzdem nicht unter dem Bienenkorb parken sollen. Die bewusstlose Frau in Not sitzt auf der anderen Seite der tiefen Schlucht fest. Und hier ist ein rostiger Lastenkran, um Schienenfahrzeuge zu beladen. Da muss man kein Genie für sein. Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, wenn man vorhat zu bremsen. Soll doch meditieren. Bis zum Horizont. Es wird Zeit, dass ich... Kann ich das vielleicht nicht hier machen, sondern muss das drüben bei dem Dock machen? Kann ich nicht zum Horizont gucken? Hier vielleicht? Bis zum Horizont Tetanus glänzender Rost und ungesicherte Stromleitungen. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Hä? Verstehe ich nicht. Man sollte nie betrunken machen, wegen des Tunnelblicks und so. Andererseits gibt es ja hier auch viele Tunnel. Nochmal. Hallo. Was? Oh, hallo. Ich habe nochmal eine Herausforderung. Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit. Wie war das mit dem Meditieren? Könntest du mir noch mal zeigen, wie man meditiert? Aber na klar. Leg einfach dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Etwa so. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Gut so. Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann schließlich... Ich bin ja schon ganz vertranced. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Fluss. Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Alles verstanden? Okay. Ich habe Docs Fusel, die Quelle seiner ruhigen Hände und seines schlechten Atems.
Toller Jahrgang! Hätte ich auch den Schluck. Da ist nicht mehr viel können? Zu holen. Was? Auch nichts. Hallo! Hm? Was? Oh, hallo! Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Ich verstehe es mit dem Dingens noch nicht. Könntest du mir nochmal zeigen, wie man meditiert? Aber na klar. Leg einfach dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Etwa so. Lass ihn einfach auf dich wirken. Gut so. Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann schließlich... Ich bin ja schon ganz vertranced. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Fluss. Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Alles verstanden? Da ist nicht mehr viel zu holen. Was? Auch nichts. Hä? Okay. Dann probieren wir das auf der anderen Seite nochmal. Reicht das jetzt, wenn ich da sitze und echt auf den Horizont nur gucke? Ich bin gerade ein bisschen irritiert, dass das funktionieren soll. So. Bein hinterm Kopf. Check. Horizont fixieren. Check. Und los. Oh Gott. Ich bin Also es im Mumé gibt es nicht. Mullup! Ich bin ein Mullup! Yeah! Ich bin schon viel ruhiger. Yeeha! Das klingt irgendwie nicht noch ruhiger. Warum zittert mein Bein denn so? Ich bin doch ein Mullup. Vielleicht war das doch nicht richtig. Bein okay, dann nochmal. Check. Horizont fixieren, check. Und los. Ich muss das richtige Wort daraus finden, aus diesem ganzen Kauderwelsch, der hier ist. Ich bin Mumpi. Nimm einfach Mumpi. Und nun? Ich glaube, es funktioniert. Fummel mir meine Fummel vom Gang tun. Auf dich! Toller Jahrgang! Jetzt aber. Na weh, das funktioniert jetzt nicht. Yes! Oh, Fuss! Yeah. Die hängt aber da ein bisschen ungünstig, oder? Hängt die da jetzt nicht ein bisschen ungünstig drauf? Das sieht so lose aus.
So. Ach so. Dann jetzt hier drauf. Ha, du bringst ganz schön was auf die Waage, Mädel. Und ich dachte, du hättest dich extra schwer gemacht, als ich dich vorhin den Hang hochgeschleift habe. Aber egal. Die Kontrollen sind frei und ich habe einen Schaltplan. Das sollte ein Selbstgänger werden. Okay. Yep, alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Wo sind wir denn eigentlich? Moment, wo muss ich denn jetzt eigentlich überhaupt hin? Ich wüsste gerne, wo ich bin. Ich bin das hier oder was? Ich muss ganz kurz überlegen, wenn wir das hier sind, dann fahren wir... Nee, halt, wir fahren doch jetzt so, oder? Irre ich mich da jetzt gerade? Wenn wir das, dann fahren wir hier rüber. Voilà. Wir fahren einfach jetzt mal. Fahren wir mal. Das hier, also theoretisch, wenn wir das hier sind, dann müsste das ja passen, oder? Ah! Ist das richtig? Irgendwie nicht. Nochmal. Jetzt fahren wir so lang. Sieht auch ganz gut aus. Hä? Nee. Das war ja ein Quark. Jetzt? Jetzt haben wir anders lang. Ach, wir müssen bestimmt hier drüben raus, ne? Nochmal. Okay, dann nehme ich jetzt einfach nochmal den grün. Los geht's. Vielleicht passt es jetzt. Oh. Irgendwie nicht. Nochmal. So. Jetzt fahren wir ganz anders. Ist ja interessant. Das war schon ganz gut. Jetzt nochmal probieren.
Nee. Also wir kommen von hier, fahren hier runter. Fahren hier rüber. Nee, das ist doch auch Blödsinn, oder? Wir fahren hier runter, fahren hier runter. Nochmal. Runter. Was sind das für ein Kauderwelsch? Wir fahren hier rüber. Wir fahren runter. Und hier ist dann quasi eine Weichenstellung, die... Yep, alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Müssen wir unten an dem Weichenhebel nochmal was machen? So. Okay. Ich denke, wir müssen hier raus. Wir fahren hier runter, fahren noch mehr runter. Runter, fahren da lang. Fahren hier hoch. Fahren hier. Mal probieren. Ja. Runter. Ach Mist. Nochmal. Weil das hätte jetzt hier klappen können. Wenn sie hier runtergefahren wäre. Ja. Sie fährt immer hier rüber. Nochmal. Ja, und jetzt runter. Warum fährt sie jetzt nicht runter? Jetzt gucken alle irgendwo hin. Probieren wir nochmal. Jetzt fährst du durch. Okay, es funktioniert nicht. Bin gerade ein bisschen verzweifelt. Auch nicht. Jetzt nochmal grün. Muss doch eine Möglichkeit geben. Auch nicht. Das ist ja richtig knifflig. So, jetzt. Runter. Wieder runter. Warum fällt es denn jetzt nicht runter?
verschieben. Runter. Eine Krise. Wie kann man das noch stellen? Hier runter, da runter, da runter. Hier lang. Ich bin jetzt ehrlich gesagt so. Hauptsache, er fährt jetzt da mal lang. Ich werd irre. Verdammt. Okay. Runter, darüber, hoch. Dann fährt er hier rum. Dann kommt er hier runter. Dann fährt er da lang. Fährt theoretisch hier runter. Fährt hier runter. Probieren wir mal. Runter. Das sah schon ganz gut aus. Jetzt fährst du wieder zurück. Ah, ich werde doch wahnsinnig. Den runter und den runter. Ich bin sowas knobeln echt nicht die Beste. Ja, ist einmal im Kreis gefahren, auch schön. Er fährt hier runter und fährt darüber. Fährt hoch, fährt darüber. Kommt hier wieder raus. Fährt runter. Und muss er dann wieder hier lang fahren? Fährt hier hoch. Fährt dann wieder. Hä? Ich verstehe es nicht. Verstehe ich manchmal nicht. So, hier. So. Ich glaube, jetzt fährt er einfach nur die Runde hier, wa? Ja. Ich bin irritiert.
So vielleicht? Nö. Ah, das kann man auch noch machen. Ja, na, dann sieht das doch ganz anders aus. Na, so. So. Wie funktioniert das jetzt? So. Na, das sieht doch wieder ganz anders aus. Nehmen wir nochmal rot. Nur just for fun. Da. Damit kann man auch rumspielen. Das muss man mir doch sagen. Das eröffnet ja ganz andere Möglichkeiten. So, runter, rüber. Jetzt nochmal probieren. Na gut, okay, jetzt fährt das gleich zurück. Erst muss ich das grüne Licht, ich muss das rote Licht hier irgendwie ändern. Jetzt. Das rote oder das grüne? Das sah schon gut aus. Jetzt? Probieren wir mal so. Okay, das ist ein Witz. Wir haben zwei rote Schalter. Er fährt da geradeaus. So. Hatten wir das nicht schon? Wenn ich den Schalter auf gelb mache.